kannst du dein inneres Kind von dir ablösen. Es beinhaltet alle positiven und negativen Erfahrungen, die damit verbundenen Emotionen und die darin entstandenen Blockaden und Glaubensansätze, die du hast, die dich vielleicht stören oder dich belasten. All das kannst du ablösen, wenn du das möchtest und zulässt. Vielleicht hast du den Kontakt zu deinem inneren Kind fast, wenn nicht sogar ganz verloren. Du möchtest nicht mehr mit den verbundenen Emotionen aus der Kindheit, Wut, Trauer, Schmerz konfrontiert werden. Dieses Ignorieren ist zwar ein Weg, aber jedoch keine Lösung, unterbewusste Probleme zu beheben. Je länger du diese Erinnerung einfach nur abspaltest, desto länger werden sie durch diese belastet. Und Symptome werden wahrscheinlich immer stärker. Um das innere Kind zu heilen, bedarf es nicht viel Zeit, außer der Zeit, in der man sich mit ihm beschäftigt. Bist du bereit, ihm deine Aufmerksamkeit zu schenken? Was ich zu dir sage. Vielleicht machst du ein kleines Schläfchen, während ich dir erzähle. Du kannst ruhig einschlafen, aber du wirst mich weiterhin hören. Nun stelle dir vor, dass du immer kleiner wirst, immer kleiner und kleiner. Jetzt bist du nur noch so groß wie ein Daumen. Weißt du, dich in diesem Moment nicht wohlfühlen sollst?
immer da sein, um dich um es kümmern wirst, wenn es dich braucht. Sag deinem Kind, dass du es wirklich von Herzen lieb hast und sehr gut verstehst. Wie geht es dir damit? Was kommt da alles hoch? Alles ist gut, so wie es ist. Nimmst du es jetzt an? Das noch nicht möchte, ist das okay. Lass ihm Zeit.